Abgesehen natürlich von dem Gurtschloss, Airbags und Sicherheitsgurten, was sonst alles im Müll gelandet wäre, sind zum Beispiel noch so Prozesse wie die Färbung super nachhaltig. Also wir haben da ein ganz spezielles Verfahren, wofür man bei 50 Kilogramm Airbagstoff zum Beispiel nur 5 Liter Wasser braucht. Cool, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich Malte zu Gast. Hi, Hi Malte. freut mich, hier sein zu dürfen. Ja, ich finde es auch richtig cool, dass du hier bist und uns auch noch was mitgebracht hast, mit dem du beruflich zu tun hast. Genau, ja, ich bin Malte, 23 Jahre alt und ich arbeite als Social Media Manager slash Content Creator bei Airpack. Das ist ein junges Startup aus Köln und die machen eben hier unter anderem diese Rucksäcke. Aus Airbags? Aus Airbags, Sicherheitsgurten und Gurtschlössern. Ach, cool. Also Autoschrott im Prinzip, Ja. genau, ja. Und seit wann gibt's euch? Und seit wann bist du dabei? Uns gibt es seit 2017, ich bin jetzt aber seit knapp über einem Jahr mit dabei, genau. Das heißt, du bist dafür verantwortlich, die Produkte, die ihr macht, in den sozialen Medien irgendwie Genau, darzustellen. ich mache im Prinzip alles, was an Fotos und Videos anfällt. Das kommen die Leute immer zu mir, sagen, Malte, wir brauchen davon Fotos, wir brauchen davon Videos. Und dann mache ich das eben, teile das auf Social Media Ja. und gucke, dass da irgendwie was passiert. Ja. Dann erzähl mal, was ist da alles so drin und Genau, so das Erste, verbaut? was man natürlich sofort sieht, ist hier das Gurtschloss. Das sammeln wir ganz klassisch von Schrottplätzen aus Kölner Umgebungen. Also ihr geht dahin und geht in die alten, zerstörten Autos und... Genau, ja. Mittlerweile haben wir es so ein bisschen outsourcen können und die Leute auf dem Schrottplatz sammeln die für uns schon vorher Ach, und mega. schneiden die raus und wir Ja. müssen die nur noch abholen. Cool. Aber ganz zu Beginn war das natürlich so, dass wir da selber die Dinger rausschneiden mussten. Darf ich? Ja, klar. Cool, sehr cool. Cooles Geräusch irgendwie, gutes Gefühl. Ja, das ist auch so ein bisschen unser Markenzeichen, Ja. so dieses Geräusch. Ja. Und ja, das hier, das ist ein Airbag aus dem Auto. Das ist so cool, weil ich hätte nie gedacht, dass es so fest ist. Ich dachte, das wäre voll dünn irgendwie, Ja. wie so ein Ballonseide fast, aber. Ist eben super robust, ist wasserfest und eigentlich das ideale Material für einen Rucksack. Krass, ja. Ja. Wie seid ihr bzw. eure Gründer darauf gekommen? Adri und Michi, das sind die beiden Gründer, die hatten damals zusammen studiert und hatten eine Aufgabe in einem Seminar, ein Recycling-Projekt zu überlegen. Ja. Dann sind die beiden auf den Schrottplatz gegangen, haben so überlegt, was könnte man machen. Und dann haben die im Auto so einen Airbag-Sack rumhängen sehen. Ah, nach einem Unfall, der war auf Ja, irgendwie, genau. ja. Und haben gedacht, sieht ja irgendwie aus wie eine Tasche. Haben den rausgeschnitten, haben noch so Sitzgurte genommen, die irgendwie dran geknotet. Und dann war so ein erster super hässlicher Rucksack quasi da, aber es war eben irgendwie eine Tasche. Ja, sind damit am nächsten Tag wieder zur Uni, haben das irgendwie vorgestellt und die Idee immer weiter gesponnen, bis halt der Schrotthaufen hierbei rumgekommen ist. Genau. Der Klicker, der muss ja im Ernstfall immer halten. Ja. Der darf nicht kaputt gehen, wenn da irgendwas passiert im Auto. Die Airbags, die müssen Leben retten. Das Ja. heißt, es ist super robust und das Teil hält wirklich einfach lange dadurch. Ja. Cool. Ich habe gehört, ihr habt auch noch andere Farben. Genau, wir haben auch noch andere Farben. Hier unser Bestseller zum Beispiel, das ist der graue Oh ja, hier, cool. Den ganz finde ich, klassisch. ja, den finde ich auch fast noch ein bisschen schöner. Aber nochmal zurück, jetzt seid ihr ja hier in Köln Ja. und produziert in Europa. In Rumänien, genau. Ja. Die ganzen Sachen werden fair in Rumänien zusammengenäht. Ist ganz witzig, der Vater von Michi, einer der Gründer von Airpack, hat da vor, ich weiß nicht genau, 30 Jahren oder sowas eine Familiennäherei gegründet. Und da wird das eben genäht. Ach, Und das Coole schön. daran ist eben, wir kennen jede Näherin persönlich, jeden Näher und wissen einfach, wo es herkommt und wer dahinter steckt. Ich habe mich auch auf eurem Account ein bisschen umgeschaut und gesehen, dass ihr jetzt so eine Reihe hattet, wo ihr so die Produktion beschreibt. Warst du da Genau. auch dabei? Ja, genau. Wir haben jetzt anlässlich der Fashion Revolution Week, also vor 9 Jahren ist in Bangladesch unglaubliche Tragödie, eine Näherei zusammengestürzt. Und da haben wir jetzt anlässlich, weil eben Transparenz super wichtiges Thema ist, weil es eben noch super viele Nähereien gibt, wo es nicht fair zugeht, Ja, total. war ich in Rumänien und habe da einfach mal ein paar Videos gemacht und gezeigt, wie es eben bei uns so läuft. Und das ist eben fair. Es ist immer, man kann es immer einfach sagen, aber es ist halt geil, das auch mal zu zeigen und zu zeigen, hey, das sind die Leute, die die Rucksäcke machen, so arbeiten die und so entsteht das ganze Produkt. Das ist richtig toll, richtig, richtig schön. Wie kriegt es denn hin, weil die Airbags sind ja weiß, dass die dann so andere Farben kriegen, gelb, grau, was habt ihr denn noch für Farben? Wir haben noch Blau, Rot, Schwarz, genau. Die werden ganz klassisch einfach gefärbt. Also tatsächlich ist das ganze Teil Handarbeit und es ist, wie man sich vorstellt, wird der Airbagstoff in einen Farbeimer getunkt.
Aber wahrscheinlich nicht so ein kleiner Farbeimer, oder doch? Nee, schon so ein bisschen größer, ja. Aber jetzt auch kein Riesending. Also es ist wirklich eine vor und tunkt es immer in Handarbeit da rein und so bekommt das Ganze dann die Farbe, ja. Du hast ja gerade schon erzählt, dass ihr auch die Produktionsstätte und den Ort und die ganzen Menschen dort kennengelernt habt und auch wie das Ganze hergestellt wird. Was macht das Ganze denn jetzt nachhaltig? Also abgesehen davon, dass ihr natürlich total nachhaltig recycelte Materialien verbaut. Upcycling sogar. Upcycling ist nochmal ein bisschen nachhaltiger als Recycling, weil da einfach ein Energieaufwand, den man beim Recycling braucht, hier nicht benötigt. Abgesehen natürlich von dem Gurtschloss, Airbags und Sicherheitsgurten, was sonst alles im Müll gelandet wäre, sind zum Beispiel noch so Prozesse wie die Färbung super nachhaltig. Also wir haben da ein ganz spezielles Verfahren, wofür man bei 50 Kilogramm Airbagstoff zum Beispiel nur 5 Liter Wasser braucht. Und okay, 5 Liter ist wirklich wenig, ne? Ja, ist mega wenig und das Geile ist dann, das Ganze kommt dann in eine Kläranlage und wird einfach immer weiter verwendet und das heißt, wir brauchen super wenig Wasser dabei. Und das ist beim Färben ja, glaube ich, schon einer der Hauptumweltproblematiken, ne? Ja. Deswegen ist da voll cool, da was einsparen zu können. Mega, ja, das ist cool. Und wie sieht's aus mit den Transportwegen? Tatsächlich ist es so, dass in Rumänien, deswegen auch sehr cooler Grund, warum wir da produzieren, ist ein Großteil der Automobilindustrie. Das heißt, der Airbag-Hersteller, wo wir die Airbags als Ausschussware beziehen, ist 20 Kilometer von der Näherei entfernt. Ach krass, echt? Das heißt, wir haben super kurze Lieferwege und sind dadurch natürlich nochmal ein Stück nachhaltiger. Jetzt macht ihr euch ja voll viel Arbeit damit und so und das Ganze wurde jetzt wahrscheinlich auch stetig weiterentwickelt. Ja. Wie erfolgreich seid ihr denn oder was habt ihr sonst noch so anzubieten? Also tatsächlich haben wir jetzt letztes Jahr den Deutschen Nachhaltigkeitspreis 2022 schon gewonnen in der Kategorie Design. Also das ist so ein mega Meilenstein für uns gewesen. Ja, also von daher geht es gerade immer weiter nach oben für uns. Und ja, wir haben natürlich mehr als nur die Rucksäcke. Ich habe jetzt zum Beispiel nochmal, hier ist ein bisschen Füllmaterial drin, eine Slingbag dabei. Cool. Ja, die gefällt mir auch voll gut. Die wir noch haben. Wir haben noch Bauchtaschen, noch kleinere Rucksäcke, größere Rucksäcke. Malte, jetzt haben wir super viel über die Rucksäcke und eure anderen Produkte gesprochen. Wenn ich jetzt Bock habe, mir so ein Ding zu kaufen, weil das total cool ist, wie komme ich da dran? Dann kannst du in erster Linie erstmal auf unserer Internetseite vorbeischauen, airpack.de und dann entweder einfach direkt da bestellen oder du gehst in die Händlersuche. Wir haben mehrere Händler, die unsere Rucksäcke abkaufen und kannst einfach schauen, wo der nächste Laden in deiner Nähe ist und den ihr dann vor Ort kaufen. Ach, das finde ich cool, dass ihr das auch habt und nicht nur online. Weil ich finde, das ist manchmal noch was anderes, wenn man sich den auch mal anschauen kann, anprobieren, anfassen. So. Voll, gerade weil bei dem Rucksack jedes Teil ist ein Unikat. Also es ist immer ein anderes Gurtschloss. Beim Färbeprozess, der Airbagstoff reagiert immer unterschiedlich auf die Färbung. Ach, spannend. Das heißt, kein Rucksack sieht aus wie der andere. Und dann ist es natürlich cooler, sich dann konkret den auszusuchen, den man haben möchte. Genau, der auch genau zu mir passt dann. Ja, ja, klar. Und mit was für einer Preisspanne muss ich rechnen? Also das ist unser Standardmodell, das kostet jetzt 159 Euro. Ist natürlich immer ein großer Kritikpunkt bei uns. Ist natürlich ganz klar, die Rucksäcke können nicht mit irgendwelcher dubiosen Massenware halt mithalten. Ja. Problem ist natürlich, wir haben uns alle mittlerweile so an Fast Fashion gewöhnt und günstige Preise. Das ist kannst du einfach nicht machen, wenn du alle Leute fair bezahlen willst. Der Prozess ist super aufwendig, also die Gurtschlösser müssen gesammelt werden, es muss gereinigt werden, wir kriegen die Airbags als schon fertig vernähte Airbags, das heißt, die ganzen Nähte müssen erst gelöst werden und es ist alles komplette Handarbeit. Und ja, wenn du da alle fair bezahlen willst, dann kommt einfach ein Preis zustande, der aber gerechtfertigt ist. Cool, dass du es mitgebracht hast und vorgestellt hast. Ich gerne, sehr schön gerne. Und spannend und freue mich schon, mir den gleich nochmal richtig genau anzugucken und aufzuprobieren. Danke, Malte. Gerne, danke dir, dass ich hier sein durfte. Ja, super, super gerne. Wir verlinken euch natürlich die Website und auch den Social-Media-Auftritt, für den du ja verantwortlich bist, hier unten in der Videobeschreibung. Schaut euch die Produkte doch gerne mal an und sonst könnt ihr uns auch gerne mal mitteilen, was ihr von so nachhaltigen Startups haltet, ob ihr das cool findet, ob ihr denkt, oh, es gibt doch irgendwie auch vielleicht schon genug und ja, was ihr zu dem Rucksack und den anderen Dingen hier so denkt. Also, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald und ich sag auch mal Tschüss, Malte. Tschüss. Ciao.